Guten Morgen, hallo wach. Es ist Freitagmorgen, 12. Juli und es ist verdammt früh. Aber da ich nicht mehr schlafen kann, habe ich gedacht, mache ich jetzt den Film über den Nasdaq? Weil das hatte ich auch gesagt, dass ich am Freitagmorgen diesen Film machen werde. Das ist die Wochensicht. Die Überschrift vom Thumbnail ist ja eine Pause, die erfrischt. Das ist die Wochensicht. Und wenn man das jetzt hier mal überlegt, wir kommen hier von Ende 2022 in 18 Monaten von 10.600 hoch auf fast 21.000. Der Freund hat sich jede Pause verdient. Auf die Fibos gehe ich gleich drauf ein. Auf Wochensicht ist es so, ich gehe jetzt mal davon aus, dass heute am Freitag jetzt keine wilde Gegenbewegung kommt. Sind wir aus dem Band raus, ins Band wieder rein. Das ist grundsätzlich negativ. Aber man sieht jetzt hier schon auf diesen Fibos, selbst eine Korrektur bis 19.314, zum Sagen, wir haben geschlossen bei 20.215, wäre völlig in Ordnung. Sogar, aber das ist, ich übertreibe jetzt ein bisschen, hier runter bis zum 61er, bis zu diesen alten All-Time-Highs aus dem 4.3.24 von diesem Jahr auf die 18.400, wäre trotzdem noch alles in Ordnung. Wir haben von der wöchentlichen Technik noch nicht mal ein Verkaufssignal, nirgendwo, weder im MACD noch in der Stochastik. Das sieht okay aus. Gehen wir mal auf den Tag. Und damit fange ich gleich mal an mit der Geschichte, die ich im Mittwochfilm gemacht habe. Dieser Spread DAX gegen Nasdaq stand am Donnerstagmorgen noch 2220 Punkte. Und der war am Abend dann fast, oder war rund 1700. Das sind 500 Punkte. Dieser Spread hat mehr verdient als der eigentliche Abverkauf in der Nasdaq. Letzteres, das waren nur so 400 Punkte, 450 Punkte und der Spread war bei über 500. Also das ist genau das, was ich am liebsten gesehen habe. Der DAX und auch ganz Europa bleibt stabil, steigt sogar ein bisschen, in diesem Fall um 0,5% und die Nasdaq verliert um 2,22%. Ärgerlich für mich, ich habe zwar die Position gemacht, aber halt nur, wie ich das auch sagte, das waren vielleicht so 13% dessen, was ich machen wollte. Aber es war trotzdem lecker essen. Manchmal braucht man auch Glück dazu. So, wie gesagt, das ist jetzt der Tageschart. Und diese Bewegung hier erinnert mich ein bisschen an jene dort, die hatten wir im April diesen Jahres. Damals sind wir gefallen von 18.300, ich runde jetzt leicht, bis zu 16.980. 1.300 Punkte. Sollten wir etwas Ähnliches vollführen, kommen wir runter von 20.760 auf ja, hier diesen Bereich ganz grob 19.314 und dann wären wir beim 38er Retracement. Das ist absolut in Ordnung. Nochmal, der hat sich jede Pause verdient, so wie der Junge gerannt ist. Auffallend war gestern, das ist, kriege ich das größer hin? Muss mal schauen. Dass diese ganzen Freunde hier, Apple, das sind alles Ami-Werte, dass die halt alle mal ordentlich verloren haben. Aber auch allein Tesla, die kommen in Dollar, also hier, die kommen von 100, glaube 62 Dollar und waren bei 262 Dollar. Dann dürfen die auch mal 8, von mir aus auch 20% fallen, ohne dass da viel passiert ist. Aus händlerischer Sicht, wenn man die falsch erwischt, ist es ein Problem. Wenn man sie gut erwischt, ist das der absolute Segen. Aber die haben alle endlich mal ein bisschen nachgegeben. Ohne, dass ich mir jetzt da nennenswerte Sorgen mache. Zurück zu dieser Kerze. Das war ja dann am Nachmittag. Ich glaube, das fing so ab 16 Uhr, 16.15 Uhr an. War das schon heftig. Ja, da war ja überhaupt kein Halten. Da gab es keine Gegenbewegung von 40, 50 Punkten, nichts dergleichen. Und dieses Momentum kann er jetzt durchaus mitnehmen. Zum einen auf diese Unterstützung hier, die vom Alten hochkommt, etliche Male bestätigt wurde und mit sich mit der 20-Tage-Linie verbündet bei knapp unter 20.000. Da kommt dann die Psychologie zusammen, die 20-Tage-Linie und der Chart. Aber da sollte er erstmal halten. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, und ich verweise nochmal auf diese Bewegung hier, die wir hier hatten, dass wir uns wenigstens mit dem unteren Band, das wird ein bisschen steigen, hier in diesem Bereich 19.500, dass wir uns dahin bewegen. Ob der jetzt der Punkt genau drauf geht, weiß ich nicht, aber er kann also auch durchaus das 38er sehen. Und nochmal, da ist nichts passiert. Von der Technik her,
Wenn er heute am Freitag nochmal schwächer reinkommt oder auch nur unverändert ist, wird das MACD komplett drehen. Sowohl über die traditionelle als auch über die moderne Sichtweise. Und die Stochastik hat noch nicht mal ein Verkaufssignal geliefert. Das kommt erst noch. Ich glaube einfach, wir hatten es ja neulich in Europa, dass einmal die Portfolios leergeräumt wurden. Und ich glaube, das passiert jetzt bei Amerika auch. Man muss hier jeden Tag damit rechnen, dass Joe Biden aufgrund des Drucks, der ihm da gemacht wird, dass er sagt, okay, dann mache ich es halt nicht mehr. So, dann ist die erste Alternative Kamala Harris. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Also für mich hat der Trump die Wahl im Moment, wenn ich mich heute entscheiden müsste, die hat er gewonnen. Und da wird es für Amerika ganz gut sein, aber für Europa ist das, glaube ich, nicht so besonders toll oder für den Rest der Welt. Also vor diesem Hintergrund, ich mache hier schon mal die Scheine rein. Ich habe mir einen Put ausgesucht, mit dem ich näher dran bin. Der andere war ja weiter weg, also der mit dem Spread war weiter weg. 21.003, das liegt also so 250 Punkte hinter dem All-Time-High. Hat im Moment einen relativ großen Hebel, aber ist auch rund 800 Punkte weg. Den Call habe ich erst deutlich unter dieses 38er Retracement gesetzt. Auf den Call gucke ich momentan nicht. Ich rechne damit, gehen wir mal auf eine Stunde-Ebene. Ich rechne damit, dass der immer mal wieder 50 oder 100, von mir aus auch 150 Punkte steigen kann, aber viel mehr nicht. Dazu ist gestern zu viel Porzellan zerscheppert worden. Wir haben hier kleine Unterstützung, aber ich werde den Markt auf keinen Fall long spielen. Da müsste ich gezwungen sein, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen und zu gucken, ob ich da irgendwo die 150 oder 200 Punkte nach oben mal miterwische. Es ist einfacher, bei so einem Markt die Gegenbewegung abzuwarten und dann nochmal drauf zu hauen und ein frisches Verkaufssignal unter der 20.160 abzuwarten. Also auch vom 60-Minuten-Chart her ist das momentan nicht so schön. Aber nochmal, es ist die Pause, die erfrischt. Der Markt hat jedes Recht und auch die eben gezeigten Werte jedes Recht, auch mal 10% zu fallen. Ich muss den hier momentan nicht kaufen. Der muss sich erst noch ein bisschen austoben. Ich glaube, dass das Momentum nach unten jetzt für den Nasdaq einfach mal ein bisschen Bestand hat oder vielleicht, sagen wir mal, 5, 6 Handelstage. Und dann schauen wir mal, ob wir den hier sehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.